So, hallo, herzlich willkommen. Jetzt in meinem Spielstand hier diesmal. 1,6 Milliarden habe ich hier. Konsolen, ne, ich habe dem keinen gegeben. Oh, das Slim FX hier hat ein Spiel bekommen. Da war ich wahrscheinlich übermüdet. Mir ist kein Name mehr eingefallen. So. Ja, Game Convention. Also bei uns kam ja immer in dem Spiel 1,7 Millionen war das höchste. Ich glaube, also hier kommen jetzt bei mir 3 Millionen. Ist jetzt ein bisschen mehr, ja. Hier bin ich aber auch im Jahr 63, muss man bedenken. Ich habe mittlerweile, also hier habe ich schon länger meine Konsolen-Dingsens hier, da kann ich aber auch nichts mehr einbauen, so wirklich. Ich bin auch immer noch da. Ja, er ist auch nochmal noch da. Achso, On Convention mache ich hier noch, weil ich nichts anderes mehr machen kann. Ich, Research, Topics, ich habe alle erforscht. Ich habe 3200 Research-Punkte, jetzt kann ich die Leute halt hier nur alle trainieren noch. Aber ich meine, der hat 950 Design-Punkte. Jetzt kann ich hier ein neues Spiel machen, AAA-Game zum Beispiel. Ich hau einfach mal eins raus. Für euch nochmal mit der Ultima-Version. Ich habe die Ultimate Engine hier auch genannt, früher immer schon. Ultimate Version 1, da ist einfach alles eingebaut. Konsolen-Name, das ist meine Konsole halt. Die hat einen großen Marktanteil, den größten von allen, mit 5% Abstand, 5,5% Abstand. Ich muss dafür nichts bezahlen, natürlich, als Developer-Kosten. Von daher ist das für mich immer sehr super. Was haben wir denn nie gehabt? Wir hatten Time Travel, hatten wir nie, aber ich werde trotzdem noch mal ein Military Game machen. Action-Spiel, ja, eigentlich nur Action. Das nennen wir auch noch mal Arma 4, einfach in Anlehnung an unser Projekt sozusagen. 49 Millionen kostet ein Spiel. 49 Millionen. Ja, da hätte ich dann in dem anderen Spiel schon, hätte ich ja 4 Spiele programmieren können, dann wäre ich pleite gewesen. So könnt ihr euch das vorstellen. Ne? Die sind hier. Später kann man die Leute spezialisieren. Da seht ihr, in Klammern steht hier neben jedem Namen, also nicht neben jedem. Ich habe es noch nicht bei jedem geschafft halt. Der ist auf Story and Quest ja, fokussiert sozusagen. Deswegen macht er hier auch der Story and Quest-Typ, Jeremy Hill, der macht das hier klar. Engine, die hier, die Virginia. Eric macht hier das Gameplay. World Design ist mein eigener Typ. Level Design ist er hier. Ja, das ist ein bisschen. Also, ihr seht schon, AAA-Spiele, das ist hier eine kleine Leiste und der ist auf 100%. Ist voll ausgelastet. Also könnt ihr euch mal denken, wie ihr mit hier so ein paar Leuten da wirklich immer ausgelastet seid eigentlich. Marketing, ich hau mal eine große Kampagne hier für 2 Millionen raus, das ist eigentlich nichts. Ich hätte eigentlich auch im R&D Lab eine Kampagne machen können. Ja, jetzt leckt's wieder gerade. Obwohl immer anzeigt, dass ich 19 FPS hätte. Ui, es laggt. Ich verstehe das nicht immer. Ja, da habt ihr gerade gesehen, 41 Punkte hat er mir gemacht. Ich verstehe nicht, warum es dieses in diesem Spiel laggt es immer. Es laggt immer nur in Game Dev Tycoon, ne? Ich habe gerade so ein Frame pro Sekunde. Der Sound ist weg. Jetzt habe ich wieder mehr, aber nur weil er gerade eine Own Convention so ist. Jetzt kann ich rechts rüber switchen, wenn er es denn annimmt. Dann machen wir mal Marketingkampagne. Das ist jetzt, weil das kann ich halt zur Zeit machen. Da investiere ich mal ein bisschen rein hier. 1,5 Millionen. Einfach nur. Also es ist da so eine riesige Marketingkampagne, 2 Millionen, 2,8 Millionen im Monat. Komm, hier, das ist übrigens, ist das ein. Okay, das ist ein normales Spiel. Okay, jetzt leckt es auch gerade nicht. Ich glaube, das ist einfach, weil diese Punkte hier alle so hochfließen und da so viel berechnen muss im Hintergrund. Da liegt es einfach dran, dass der irgendwie nicht mehr Advanced Body hier. Realistic Body Language 900, ja, 3,8 Millionen mal eben wieder passt. Es ist, und die Leute sind einfach überarbeitet jetzt schon wirklich. Hier 5 Punkte fließen da mal eben hin. 9 Punkte, habt ihr gesehen? 7 Punkte, 6 Punkte. Ja, das geht alles da oben einfach hin. Und das habe ich schon 1097. Ja, hier ist es. 44 Millionen ist nichts, sozusagen. Und, 1000, über 1000 Punkte, das ist auch nichts. Nichts mehr. Also früher war das ja so, oh, ich habe über 1000 Punkte, yeah. Und jetzt, ja, also 2000 Punkte circa. Ich weiß selber nicht mehr, was mein Rekord ist. Auf diesem Spielstand habe ich auch wirklich seit einer Woche oder so nicht gespielt. Sogar noch mehr. 2 Wochen. 2 Wochen. So, guck hier, da, die sind alle überlastet. World Design ein bisschen runter. Grafik kommt ein bisschen höher. A2B, was macht denn der erste? Der ist sowieso ausgelastet, gar nicht mehr. Sound.
Grafik nochmal höher, auch es ist Jeremiah ausgelastet, Sound ein bisschen höher. Da muss man nicht wirklich schon balancieren, so was dann so das Beste für alle ist. Marketing. Haben wir nicht schon Marketing rausgehauen? Egal. Hier haben wir 2,8. Es leckt wieder. 2,8 Millionen. Ich weiß nicht, ob ich damit fertig werde. In der Marketingkampagne, wenn ich nämlich nicht vorher fertig werde, bevor das hier so Spiel fertig ist, weil dann kann ich die Kampagne knicken. Aber ihr seht auch, ich krieg da viele, viele Punkte dazu. Hardware Lab, ja, kriegt ein bisschen halt immer. Weil ich habe einfach schon die ultimative Konsole, da geht nicht mehr. Es geht wirklich nicht mehr. Ich habe die beste, die es gibt, sozusagen. Ich bin der Beste. Ich habe mich hier Game Loft genannt, ja, ich weiß nicht wieso. Und dafür habe ich sogar ein Achievement auch bekommen, dass ich mich inspiriert habe. Ja. Er sagt mir, ich hätte 20 FPS. Ich glaube ja nicht. Das ist nun nicht mal ein FPS, das ist 0 FPS, die ich gerade habe. Plus Sound. Das liegt aber nur an diesem Spiel. Ich glaube, die haben da 2580 Technologiepunkte. Das ist schon gut. 2000 Designpunkte sind vielleicht möglich. Nicht, wenn es so laggt, dann kann ich das Spiel nicht mal mehr rauslassen, ja. Wir nehmen jetzt 6 Minuten auf. 6 Minuten 30, um genau zu sein, aber. Bist du noch da, Hendrik? Ja, ne? Ach, Mensch, hier, das Arma 4, ne? Das will einfach nicht. Ich meine, es will schon, aber es ist. Ich beende mal eben hier das Streaming und schneide das dann. Ich habe keine Lust, das nachher zusammenzuschneiden. Ich darf nicht Spiele aufnehmen, die einfach wirklich so unreif noch sind in Sachen Lags. Das ist wirklich so ein Spiel.